Moin und willkommen, meine Freunde der Sonne, zu einem Informationsvideo. Ich werde in dieser Folge einfach durch eine Singleplayer-Welt laufen mit Low FPS. Und was das alles zu bedeuten hat und warum das uncut ist und warum gestern oder die letzten Tage keine Folgen kamen und wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen nur sehr, sehr wenig Folgen kommen werden, zu all dem werde ich jetzt kommen. Und das wird auch der Grund sein, warum es kein Intro kommt. Yay! Also erstmal, das Ganze hat zwei Gründe. Der erste Grund, warum von Tegel keine Folgen kommen, ist, weil er 2 Wochen lang im Urlaub ist und wir es leider nicht richtig geschafft haben, da vorzuproduzieren. Es sich einfach, ja, nicht ergeben hat. Manchmal klappt es einfach nicht. Und wir wollen ja eher auch hochqualitative Folgen bringen. Und wir hatten nur die Adventure-Map geschafft, wo der erste Part ja vor ein paar Tagen kam. Und der zweite Part in ein paar Tagen kommen wird. Aber warum kamen von mir dann keine Folgen? Ich meine, ich bin ja zu Hause. Und warum werden auch die nächsten Tage dann keine Folgen kommen? Und zwar liegt es daran, dass mein PC aus meiner Sicht gestern in Anführungsstrichen kaputt war. Super. Und zwar habe ich mal auf Windows 10 geupgradet. Ich habe nur Gutes davon gehört. Es wurde mir überall empfohlen. Yo, upgrade doch auf Windows 10, da ist dein PC viel schneller und leistungsfähiger und es ist alles viel besser. Neuer, moderner, ist ja klar. Und dann dachte ich mir, yo, ich habe auch auf meinem sehr, sehr einfachen und schwachen PC Windows 10 drauf. Und das ist wesentlich stabiler und der PC schneller und sowas. Dann machst du es auch einfach mal hier in deinem richtigen PC. Gut, dann mache ich das Upgrade komplett ohne Probleme. Bin ich nun in Windows 10 drin und sehe schon die ersten Fehler und Probleme auf mich zukommen. Zum einen hatte ich einige Farbfehler. Und zwar bei farbintensiveren Stellen, zum Beispiel vor allem in Minecraft oder auch an der Taskleiste oder so, gab es einfach rote, beziehungsweise vor allem grüne, so Farbpunkte, so kleine Farbpunkte, ja, was halt auf Farbbugs zurückzuführen sind. Ich weiß nicht, woher die kommen. Vielleicht, weil mein PC dann doch etwas zu alt ist für die Version Windows 10, denn der PC ist jetzt schon, ich glaube, 3,5 Jahre alt, was ja bei so einer intensiven Benutzung über mir halt auch über Rendern, Video aufnehmen und so, ja, sehr, sehr beansprucht wird über die Jahre. Ja, zudem gab es auch den Fehler, ich habe ja einen zweiten Bildschirm und der hat eine ziemlich seltsame Auflösung von irgendwie 1388 Pixeln mal irgendwas, mal 728 oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Und das hat sich damit überhaupt nicht vertragen. Zum einen hatte der eine ganz seltsame Farbe. Ich weiß, das kann man einstellen. Ich habe es auch probiert einzustellen. Aber es ging nicht. Warum es nicht ging, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Und der dritte oder beziehungsweise ein weiterer Bug mit dem zweiten Bildschirm war, dass so auch und die Taskleiste so halb abgeschnitten war, ich das nicht einstellen konnte und so. Dritter Grund war, der PC war saumäßig langsam und ja, ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt in Windows 10, mir gefällt Windows 7 immer noch am meisten und deswegen wollte ich zurückgraden. Übrigens noch, sorry, dass hier gerade so low FPS sind, aber naja, egal. Ist eigentlich gerade mein zweites Dorf, was ich finde? Oder war es das, wo ich vorhin auch schon drin war und habe nur umgedreht? Ich weiß es nicht. Ich möchte beim Thema bleiben. Somit hat man ja die Möglichkeit, wenn einem Windows 10 nicht gefällt, innerhalb von 30 Tagen komplett problemlos auf Windows 7 zurückzugraden. Man muss ja nichts downloaden. Einfach nur direkt ausführen. Die ganzen Daten und Einstellungen wurden gespeichert. Oder werden halt gespeichert. Damit haben die auch extra geworben. Yo, wenn es nicht gefällt, innerhalb von 30 Tagen problemlos rückkehren. Danach muss man sich halt wieder alles downloaden und neu einstellen und so. Dann mache ich das doch einfach mal. Ich kehre zurück zu Windows 7, weil ich mich da viel, viel wohler gefühlt habe. Dachte, jo, das mache ich kurz und das ist alles wieder so wie früher. Weil eben auch alles gespeichert wurde und so. Ja. Natürlich ist es dann so nicht passiert. Und zwar kommt auf einmal so die Fehlermeldung, Windows konnte nicht gestartet werden. Also nachdem es halt hochgefahren ist, bis zu diesem Windows-Zeichen, was da so kommt, dann ist er ausgegangen, wieder angegangen, bis zur gleichen Stelle. Und dann kommt halt so ein schwarzer Bildschirm, also mit der Skriptfarbe und der Skriptschriftart und so halt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn man halt zum Beispiel Stromkabel weggemacht hat beim Starten und so. Dass Windows eben nicht gestartet werden konnte. Entweder Windows normal starten konnte man drücken oder die Starthilfe ausführen. Normal starten ging natürlich nicht. Hab's auch mehrfach ausprobiert, verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Mit dem Neubooten beim Starten und so. Es ging aber irgendwie alles nicht.
Und mit der Starthilfe, die war auch keine wirkliche Hilfe. Da haben die ganzen Funktionen auch nicht funktioniert. Und da hatte ich halt mehrere Möglichkeiten da zum, ja, Starthilfen und Wiederherstellungsmanagern und sowas. Hat aber alles nicht geklappt. Ich konnte nur eine Funktion auswählen oder beziehungsweise hat funktioniert und das war die Werkseinstellungen. Das heißt, ich hatte keine andere Möglichkeit, als das zu machen. Ich habe davor noch ein, oder ich habe dann währenddessen, oder besser, bevor ich die Werkeinstellung gemacht habe, noch, ja, die ganzen Daten gespeichert von mir auf eine externe Festplatte. Da hatte man die Möglichkeit dazu. Jedoch war natürlich folgendes Problem. Ich hatte aufgrund von wahnsinnig vielen Videos, die ich halt über die Jahre produziert habe und die ich halt noch nicht gelöscht habe und so mehrere hundert Gigabyte Speicherplatz oder beziehungsweise Daten. Ja, wie gesagt, ich glaube, davon waren irgendwie 150 Gigabyte von diesen 190 Videos. Und diese Festplatte hatte jedoch nur 150 Gigabyte Speicherplatz. Das heißt, ich konnte die ganzen Videos nicht übernehmen, weil man konnte auch nicht auswählen und bestimmte Videos löschen und so. Nee, das ging natürlich nicht. Entweder alles oder nichts. Da konnte ich halt nur so Sachen wie Bilder, Dokumente, Einstellungen und sowas abspeichern. Und dann die Werkseinstellung durchführen. Super, dann komme ich natürlich in diesen Windows 7 Anfangstree und so. Vielen Dank, dass Sie sich für Windows 7 entschieden haben. Richten Sie Ihren PC nun ein und so ein Zeug. Und das Programm ist halt auch schon so uralt und es hat überhaupt keinen Vergleich grafisch so von den Einstellungen wie bei Windows 10 zum Beispiel. Ja, war auf jeden Fall nicht so geil. Und ja, aber die ganzen Datenziehungen haben mir irgendwie gefühlt nichts gebracht, beziehungsweise ich möchte auch nicht richtig verwenden, weil die ganzen Programme muss er trotzdem neu installieren. Durch den Installationsmanager oder beziehungsweise Wiederherstellungsmanager hat es jetzt auch nicht geklappt. Ich weiß nicht, was es da alles für Bugs gibt. Auf jeden Fall muss ich die ganzen Programme jetzt neu installieren und neu drauf machen und mir neu holen. Und dazu kam ich jetzt nicht so richtig. Und zudem kommt ein folgender Grund. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich es bei diesem PC jetzt noch machen soll. Weil der ist jetzt ja, wie am Anfang schon gesagt, ziemlich alt. Und für meine Benutzung, wie ich es brauche, ist er jetzt einfach schon mittlerweile etwas zu schlecht. Also ist immer noch ein sehr, sehr guter Rechner für das, dass er schon so alt ist. Da, das war damals wirklich ein Glückskauf. Aber jetzt, wie gesagt, kommt es so langsam an sein Rentenalter, wo er den wohlverdienten Ruhestand verdient hat. Und ja, ist ja sowieso innerhalb des nächsten halben Jahres, hatte ich es auch geplant, mir einen neuen Rechner zuzulegen. Es ist natürlich die Frage, soll ich die ganzen Programme hier wiederholen für diesen Rechner, wo es dann vielleicht wieder nicht funktioniert und was weiß ich, oder soll ich mir dann doch in den nächsten Tagen noch einen Rechner zulegen? Und da bin ich gerade am Überlegen und Beraten und so, was ich da am besten tun oder was halt geschickter ist. Natürlich, wenn es jetzt noch mehrere Tage, Wochen dauert, bis er dann zusammengestellt ist und so, dann lade ich ja natürlich auf dem Rechner noch einige Programme rauf, aber die Frage ist halt, ob alles sein muss. Und eben dieses Video hier darf ich nachher mit dem Windows Live Movie Maker machen. Yay, bestes Programm EU West auf jeden Fall. Ja. Normalerweise schneide ich ja mit anderen Programmen. Und ja, ich weiß ja nicht ganz, was ich tun soll, beziehungsweise muss auch noch holen alles. Und deswegen können in den nächsten Tagen nicht wirklich Folgen kommen. Wir haben insgesamt noch zwei Stück vorbereitet und auf YouTube hochgeladen. Einmal der zweite Teil der Star Wars Adventure Map, der kommt in den nächsten Tagen, wann genau weiß ich noch nicht. Und dem habe ich noch eine Folge Minecraft Nuke hochgeladen, die ich jedoch noch nicht veröffentlicht hatte, weil ich eben kein Thumbnail habe, was jetzt aber auch nichts wird. Das heißt, es kommt ohne Thumbnail, beziehungsweise mit einem sehr einfachen, nur ich weiß noch nicht ganz, wie ich es mache. Manchmal ist auch kein Thumbnail besser als irgendein hässliches. Ja, und was gibt's sonst noch zu sagen? Genau, natürlich hatte ich an dem Tag, also gestern aus meiner Sicht, wo mein PC in Anführungsstrichen, ich habe echt ein Problem mit diesem Wort heute, kaputt gegangen ist, drei Folgen vorproduziert. Oder was heißt vorproduziert? Halt gemacht, geschnitten, getan. Ja, davon zwei Folgen Minecraft Nuke, die jetzt natürlich nicht kommen können, weil sie weg sind. Und dann noch eine Folge von einem neuen Format, in dem ich mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben habe. Da ist schon wieder stundenlange Arbeit komplett umsonst. Das regt mich echt richtig hart auf. Ja, aber jetzt wisst ihr Bescheid. In den nächsten Tagen kommen noch zwei Folgen, auf jeden Fall. Danach müssen wir schauen. Wenn es eine kleinere Pause gibt, dann wisst ihr warum. Dann liegt es daran, dass ich mir einen neuen PC zulege.
Wobei das, wie gesagt, noch nicht alles sicher ist. Ja, ihr dürft mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch selber schon solche Erlebnisse hattet. Nochmal sorry für dieses sehr spannende Video, in dem ich in der Singleplayer-Welt rumlaufe mit irgendwie 20 FPS dauerhaft und einfach uncut labern muss, aber ja gut, was soll man groß machen? Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, hoffentlich in einem bisschen besseren Setup. Bis dahin, tschüss.